mir 5 Stunden, warte eine Stunde, mach mir 5 Stunden, warte eine Stunde. Wir stellen die Zeiten ein. Wir lassen sie über Nacht laufen und über Tag lassen wir den immer schön getuckert laufen, ja. Machen wir das so. Dann kann das nämlich hier wieder rein. Zack. Der läuft auch, der kann auch so ganz Zeit laufen. Das ist für den auch kein Problem. Da hat der auch kein Problem mit. So, maximale Heat. Ist natürlich auch richtig angestiegen. Muss man dazu sagen. Atom. Kraft. Werk. 1. Weil die Positionen bleiben alle gleich. Die habe ich ja nicht umgeändert. Und hier kommt Atomkraftwerk 2 hin. Nicht F2, sondern nur 2. Na, ist das so gut. Hier muss aber noch umgeändert werden. Hier kommt nämlich noch eine MSU zwischen. An dieser Stelle da. Die werden wir nämlich gleich machen. Das heißt, es wird hier gleich einmal einen ganz großen Stau geben, beziehungsweise einmal hier die ganzen Kodierungen raus. Das heißt, die Matter wird jetzt nicht produziert, beziehungsweise ganz, ganz, ganz langsam. So ist okay, so ist aktiv und es kommen jetzt noch die restlichen raus, dann ist es okay. Weil das muss, wie gesagt, geändert werden. Machen wir das mal gleich auch direkt. 12 hast du nur noch. Naja, her damit. Danke. Weil eine brauchen wir auf jeden Fall eine MFSU. Die nehmen wir direkt mit und craften die auch. Warum nicht? Ach ja, so ist das ja. So ist das, so ist das. MFSU ist wieder so teuer. So teuer, so teuer, so teuer. 1, 2, ja komm, warte mal, die können wir gleich direkt alle mitnehmen. Brauchen jetzt nur noch eine MFSU. Und was machst du? Eine MFSU. Oder ist das eine MFSU? Ne, das ist eine MFE. Weil nämlich beim Projekt habe ich mich so was von verirrt damit. Ach du, also ist nicht, das ist ja teuer. Wie viel haben wir noch? 6 Stück. Ist gerade wieder mein Gehirn am Rattern. Master Rezepte. Wäre doch eigentlich sinnvoller, Rezepte zu machen, richtig? Da brauchen wir Schaltkreise. Die Schaltkreise, alles klar. Wir brauchen Lapis und wir brauchen Glowstone und wir brauchen Whetstone. Whetstone. Whetstone, Glowstone. Lapis und elektrische Schaltkreise. Wo haben wir die denn? Okay. Du suchst dich hier zu Tode. So geht's etwas schneller. Elektrum da, elektrische Schaltkreise. Und zwar zack. 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 So, kodieren. Leeren. Fertig. Weil ich sag mal so, es ist einfacher, das jetzt zu machen, als später nach, oh, was brauche ich noch, was kannst du noch machen, wie hast du das noch vor? Ich brauche sowieso ab und zu eine MFSU, ich brauche vielleicht 10, 20 Stück noch. Und wenn ich sie jetzt schon mache als Rezept, warum nicht? Ich könnte auch sagen, komm, craft es jetzt so, brauchst du vielleicht später nochmal. Dann würde ich nämlich sagen, da ich genug Platz hier noch drin habe, hier drinne, machst du vielleicht noch eine Seite mehr. Weil die sind ja bald fertig, da kommen noch mehr Rezepte rein. Dann kann ich lieber einen Rezeptenblock mehr machen und eine Etage davon mehr erhöhen, als zu sagen, oh, craftest du, dauert doch eh zu lange. So. Als nächstes hier diese Blöcke. Carbonplatten und die, alles klar. Da, die brauchen wir. Können wir das immer noch mal reinschmeißen hier. Die Carbonplatten und ein Maschinenblock. Ist eigentlich craftbar? Ne. Der ist auch noch nicht craftbar, der Maschinenblock, alles klar. Dann crafte ich mir mal einen. Kann ich gleich 2 Rezepte hintereinander machen. Und Carbon. Heißt die Carbon? Ach, da habe ich kaum noch welche von. Eieieiei. Naja, zumindest einspeichern. Wäre sinnvoll. Kodieren, danke. Leeren. Kodieren, danke. So, den mache ich jetzt nochmal per Hand.
Obwohl, das ist eigentlich auch Furz. Einen kann ich ja sowieso machen. Eine brauche ich jetzt erstmal und die anderen für später. Bum. Das ist der. Können wir den noch anders hinpacken? Ne, hier ist eigentlich so Jumette-Rezept und so. Ein Rezept, die ich gar nicht brauche. Dann tun wir das mal hier hin. MFSU und den Maschinenblock machen wir mal hier hin. Ja, tun wir mal einfach daneben. Wird schon passend sortieren und so was, werde ich irgendwann mal machen, dass ich halt Rezepte, Erze hier und Kabel da und irgendwelche Zellen hast du da wieder hingepackt. Krieg schon irgendwie hin. Weil auf der zweiten Seite ist ja schon etwas sortiert, das ist dann okay. Als nächstes hier Energy Crystals, Diamanten und Redstone rum. Dü-dü-dü-dü-dün. Genau. Kodieren. Dankeschön. Leeren. Hinten reinpacken. Fertig. Tun wir mal da rein. Obwohl, warte mal, das ist die erste Funktion. Danach kommt der Energy Crystals, die anderen. Davon brauche ich jetzt jeweils immer noch 6 Stück. Das heißt, die zu, boah, wie heißen die denn? Energiekristalle. Energiekristalle, da bin ich eigentlich schon zu weit. Da sind sie doch. Mach mal 6 Stück. Ah, da so schön gecraftet, unglaublich. So, nein, kein Holz, sondern das. Lapis, nehmen wir mal ein Stack raus. Lapis und Schaltkreise waren es, genau. Dachte ich komme auf Aufnahmetaste. Ist aber nicht so. Elektrische Schaltkreise da. Danke. Oben, unten. Links, rechts, das. In der Mitte den. Habe ich den geköftet. Dankeschön. Und klack haben wir das schon mal. Weiß gar nicht, wie lange. Oh, eine Stunde haben wir schon ungefähr. Komme ich aber noch gut mit aus. Den haben wir. Als nächstes. Ja, alle Komponenten sozusagen zusammen machen. Ne? Ich könnte aber sagen, machst du hier. Habe ich einen von. Machst du mir nochmal 5 davon. Dankeschön. Dass ich erstmal das Rezept so lasse. Ist ja okay. Ich konnte gerade sehen, dass da 4 Stück drin waren. Naja. Die MFSU habe ich da unten. Den erweiterten Schaltkreis brauche ich noch ein. Erweiterten Schaltkreis, da ist er. Machen wir mal ein, danke. Und da machen wir auch einen von. Danke. Kann ich jetzt natürlich nicht craften, weil ich nicht mehr genug davon habe. Patronenkristalle drumherum, eine MFSU und fertig. Fertig ist das Ding hier. Nun, Kabelinskis. Gute Frage, nächste Frage. Ich hatte, glaube ich, Pink. Und das. Und Kabel nehme ich auch noch voll. Selber mit Glas brauche ich nicht. Nehmen wir das auch nochmal mit hier. Den brauche ich, glaube ich, eher weniger. Nehmen wir aber mit. Kriegen wir schon irgendwie hin. Weil es wird sowieso bald sein, dass ich glaube, genug Energie produziere, weil da noch genug Solarpanels hinkommen. High Voltage Solarpanels, genau so rum. Dass ich halt den Recycler so hochsetzen kann, dass er mit High Voltage laufen kann. Das ist dann ein bisschen besser. Sie läuft und sie tuckert. Und das ist jetzt keine MFE-Einheit mehr. Das ist jetzt eine MFSU-Einheit. Aha, jetzt kommt wieder dieses Rumgetingel. 1, 2. Oh. 1. Ja. 1 löschen. Nächstes löschen. Da kann ich jetzt hier. Das ist nämlich nervig hier. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Manchmal klappt es nicht.
Okay, ja, wie kriege ich das jetzt am besten und schnell geschrieben? Ich glaube, ich tausche mal kurz hier aus. Ich weiß nicht warum. Es geht mir manchmal, aber ich gehe auf ein Zwerchfeld, dass das nicht funktioniert. Ah, komm hier, Portal Gun. Komm hier, nimmst du Portal Gun und gehst damit ins Raus und... Hatte ich nicht irgendwie normale Bildschirme irgendwo hingesetzt? Ne, ich glaube gar nicht. Geil. Das ist wirklich eine geile Sache. Das ist nervig, muss ich euch sagen. Das ist